Möchtest du auch was? Bei dem Wetter, bei der Hitze, ich kann es nur empfehlen. Super geiles Sommergetränk. Ist mit Mate, Tee und Gurke. Erstmal nicht. Also wenn du Durst hast, du weißt, wo du was zu trinken findest da hinten. Ne? Kannst du dir dann selber zusammenmixen. Ja, wir haben noch Mate, Tee. Nur wenn du willst. Ist ja kein Biss. Ich werde mich dann einmal schnell bereit machen. Erzähl mir doch mal schon mal, was du möchtest. Okay, auf jeden Fall sehr lange. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Nägel sehr lang. Auf jeden Fall einen Rotton. Wir haben hier jede Menge Rottöne. Ich kann dir die auch gleich nochmal zeigen, in Ruhe, wenn du willst. Und dann machen wir das einfach gemeinsam. Okay? Gut, dann setze ich mal meinen Mundschutz auf. So, dann gib mal die Hände her. Okay. Dann wird als erstes erstmal die bisschen zurechtfallen. Eben. Ja, einmal die andere Hand. Genau. Perfekt. Du hast voll die schönen Hände. Möchtest du vielleicht ein Model von uns werden? Ja, wir so Sachen, die wir besonders gut gemacht haben, die stellen wir hier auch aus. Ja. Das ist nur ein Vorschlag, es ist kein Muss, ne? Nicht auf deine Hände drauf atmen. Das ist ja nicht so gut. So, das reicht glaube ich schon. Hoppala. Ich schmeiß alles um. Dann rauchen wir schon mal deine Finger an. Gib mal deine Finger an. Na, und was machst du mit diesem Wetter heute noch? Vor allem mit den Nägeln. Perfekte Idee. Ich hoffe, ich kann von diesem Wetter auch noch ein bisschen was genießen. Einmal die andere Hand, bitte. Okay, dann hier noch. Ganz locker los, ganz locker los. Ja. Ganz entspannt lassen. Hier eine kleine Lösung drauf, um deine Finger zu desinfizieren. So. Genau. Okay. Was möchtest du denn für eine Form haben? Den überflüssigen Staub, der angefangen ist, ab. Auch noch den hier. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Nägeln an. So, lass mich mal deine Hände angucken. Ja.
Ich muss mal gucken, welche Größen ich für dich nehme. Warte. Dann gib mal deine eine Hand. Mach ich noch einmal kurz die Nagelhaut zurück. Und hier den hier auf der Hand. Nee, das sollte nicht wieder. Tut das weh? Ich bin ganz vorsichtig, okay. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn das irgendwie nicht so sich richtig anfühlt. Das ist ja leider nicht meine Hand, deswegen weiß ich nicht unbedingt, ob das sich dann gut anfühlt oder nicht. Eigentlich solltest du im besten Falle halt nichts merken. Ja, bitte. Okay, hier noch. Dann da noch. Ja, das sollte jetzt eigentlich. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Fasnen aus. Die haben hier so eine kleine Einkerbung. Die schiebe ich dir dann auf den Finger mal drauf. Genau. Okay, das passt. Haben wir ein bisschen. Sind das nochmal Sekundenkleber? Nagelkleber steht hier, aber Nagelkleber ist nichts weiter als Sekundenkleber. Haben wir das hier auf den Nagel? Hoppala. Naja. So, ein paar Sekunden warten. Mal schön drauf drücken. Es funktioniert auch Press-on-Nail. Sollte es eigentlich sein. Und dann suchen wir uns noch ein paar Sachen raus. Gib mal her. Ups. So, gib mal her. Perfekt. Perfekt. So. Hier mit diesem Ding werde ich dir jetzt abknipsen. Also, sag mir, wie lange du das haben willst. Noch länger? Noch länger? Noch länger? Ui. Jetzt? Okay. Dann mache ich das auf allen so nah angepasst. Okay.
hattest dich schon entschieden, welche Form du wolltest, ne? Eine spitze Form. Eine spitze Form, das haben wir hier. Das kriegen wir hin. Das ist nicht so ein Problem. Nee. Okay. Guck mal, ob dir das so gefällt. Ja. Staub weg ist. Genau, den ganzen Staub machen wir mal weg. Perfekt. Jetzt kommt es zur eigentlichen Magie. Moment. Genau. Jetzt nehmen wir ein Gel. Stabilität bekommt. Dafür habe ich hier so eine Base und einen Pinsel. So, das ist, muss ich mal mit viel Vorsicht machen. Eine Sekunde. So, das war erfordert immer viel. Fingerspitzengefühl. Genau. Ja. Das noch mal ein bisschen. Durch das Gel, einige benutzen auch Acryl, wird das aufgebaut und dadurch natürlich fester. Nicht. Es hat einfach eine, wie soll man das sagen? Es haftet besser, könnte man vielleicht sagen. Und es hat halt mehr Stabilität als so ein ganz einfacher Press-on-Nagel. Obwohl Press-on-Nails auch toll sind. Viele machen das ja so, dass sie erst ihre Press-on-Nails bemalen lassen. Das sind dann teilweise riesige Kunstwerke. Und dann werden die aufgeklebt, aber mit einem Teil Acryl oder Gel nochmal verarbeitet an den Nagel. Das ist eine sehr interessante Technik. Ist nicht ganz so, haftet nicht ganz so krass, wie wenn man das von Anfang an aufbaut mit Acryl oder Gel. Aber es ist tatsächlich trotzdem, also ich finde, es ist trotzdem eine total coole Technik. Vor allen Dingen hat man halt ewig Zeit als Künstler erstmal an dem Nagel was zu machen, ne? Das muss man, darf man auch nicht vergessen. So, Sekunde. Gut. So, die eine Hand ist fertig. So, bitte jetzt die Hand hier rein. Einmal hier rein, genau. Und da drin lassen. Mit der Hand hast du durch. Und dann packst du sie auch bitte hier rein, okay? Damit das aushärtet. Ja. Okay. Noch warten, bis das durch ist. Dann packst du die andere Hand da. Okay. So. Währenddessen kümmern wir uns gemeinsam eine Farbe. Ich habe hier so unwahrscheinlich viele Rottöne. Rot
lila, rosa, pink. Und du sagst mir einfach, was für eine Farbe dir gefällt. Hiervon. Hast du denn auch diese ganzen Farben? Dürfte ich dir eine Empfehlung geben? Du hast ja gesagt, du möchtest so ein bisschen, wie hast du es gesagt, witchy. So ein bisschen Goth-Style, aber auch ein bisschen Glamour. Da würde ich tatsächlich diese Farbe empfehlen. Oder, wenn du ein bisschen Schimmer willst, die Farbe hier. Das ist halt eher eine Pink-Farbe. Eher nicht, ne? Mhm. Oder diese Farbe. Finde ich auch sehr schön. Ja, die ist dann auch eher pink. Das ist nicht so deins. Okay. Dann sortiere ich die auch mal aus. Die ist ja auch pink. Und wir hätten diese Farbe hier noch, diesen Glitzer. Wir könnten auch diesen Glitzer mit einer anderen Farbe kombinieren. Wenn wir ganz verrückt sind. Also entweder mit dieser Farbe quasi, dieser Farbe oder mit dieser Farbe. Was sagst du dazu? Also, die beiden Kombinationen. Tatsächlich finde ich, das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Werden wir dir dann gleich auftragen. Also, gib mir schon mal die Hand, die ausgehärtet ist. Und wir tragen da diesen roten Nagellack drauf. Gib mir deine Hand. Ups. So. Vorsicht. Mhm. Das Rot finde ich tatsächlich verdammt schön. Ja, das ist so ein tiefes, romantisches Rot. Ne? Das müssen wir jetzt noch ein bisschen. Aber wir können das so aus. Wir können das so aus. Wir müssen jetzt die kleine Ecke dann noch erwischen. Thank you.
die nochmal, pflege ich die noch einmal kurz. Sehen wir uns gleich vorne.